Frag uns Kinder. Alle für eine Welt für alle. Sei weltbewegend, verantwortungsvoll handeln, miteinander gestalten. Wir sind die Kinder des offenen Ganztags BAF e.V. der Grundschule am Lützenberg. Wir haben uns gefragt, was können wir tun für unsere Welt? Das ist gar nicht so einfach. Wir haben Themen gefunden und tolle Tipps und Ideen für euch. Das sind unsere Themen. Spielen. Fair essen. Kleidung. Ideen für die Zukunft. Erstens spielen. Was passiert, wenn wir gar kein Spielzeug haben? Was sollen wir dann machen? Die Kinder unserer befreundeten Schule in Guinea haben nicht so viele gekaufte Spielsachen wie wir. Sie suchen sich alle möglichen Dinge und basteln sich ihre Spielsachen selber. Das haben wir auch versucht. Wir haben auch mal unsere Spielsachen selber gebastelt und es hat uns viel Spaß gemacht. Wir haben mal alle Kinder gefragt, was sie am liebsten ganz ohne Spielzeug spielen. Fangen spielen macht uns die meiste Freude. Unser Tipp Nummer 1. Ein spielzeugfreier Tag. Probiert es doch mal selbst aus. Wir haben letztes Jahr ein neues Klettergerüst bekommen. Durch viele Geldspenden bekamen wir unser Klettergerüst. Wir haben was Gemeinsames. Wir klettern durch Autoreifen. Hier die tolle Idee von unseren Freunden aus Guinea. In Guinea bekamen die Kinder auch ein Klettergerüst. Die Eltern bauten aus alten Metallbalken und alten Autoreifen dieses Klettergerüst. In Guinea und hier in Deutschland spielt Fußball eine große Rolle. Tolle Idee. Trikots für die Kinder in Guinea. Zweitens, fair essen. Wir haben uns auf den Weg zur Gefa gemacht. Hier haben wir viel über die Kakaobohnen und fair gehandelte Schokolade erfahren. Das sind Schokoladentafel und faire Gefa-Produkte. Schoki, die faire Reiseschokolade. So sieht eine Kakaofrucht aus. Schokotörtchen, selbst gemacht. Hier das Rezept. Unser Tipp Nummer 2. Manchmal ist weniger mehr. Schaut doch mal, wo ihr bei euch fair gehandelte Schokolade kaufen könnt. Die kostet etwas mehr, aber ihr helft den Kakaobauern und ihren Familien. Probiert auch unser Rezept mal aus. Unsere Umfrage. Wo kommt unser Obst her? Unser Tipp Nummer 3. Schaut doch mal beim Einkaufen, woher das Obst kommt. Manche Früchtchen fliegen um die halbe Welt. Die Kinder in Guinea essen das Obst, was bei ihnen gerade reif ist. Drittens, Kleidung. Wir haben alle viele Kleidungsstücke, manche von uns zu viele. Was können wir mit den Sachen machen, die uns nicht passen? Da haben wir angefangen, üb zu zeichnen. Das bedeutet, wir haben aus Altem was Neues gemacht. Das machen die Kinder in Guinea auch. Toll, wir handeln und gestalten. Wir haben lustige Kuscheltiere gebastelt. Kleidung ist noch unsere Baustelle. Unser Tipp Nummer 4. Aus alt mach neu. Wir können noch eine Menge machen. Auch hier gilt, weniger ist mehr. Viertens, Zukunft. Alle Kinder in der Welt sollen in der Zukunft gut leben können. Wir haben ein Spiel gemacht. Schaut, was wir für gute Ideen haben. Arvid befragt Cornelia. Das kleine Visionärspiel. Hier ein paar Fragen zum Visionärspiel.
wir beim Basteln unseres Spiels. Unser Tipp Nummer 5. Stell dir vor, du bist der König oder die Königin der Welt und hast 3 Wünsche frei, um die Welt zu verbessern. Hör dir doch noch an, was wir so tun würden. Wenn ich Königin wäre, dann würde ich machen, dass die Welt besser ist und dass die Kinder nicht mehr so viel arbeiten müssen in Afrika, sondern auch ein besseres Leben haben und nicht mehr so verschmutztes Wasser und dass nicht mehr so viele Abgase auf der Welt sind und die Bäume besser wachsen können und dass bitte nicht mehr so viel Krieg ist. Ich wünsche mir, dass in Afrika und in Deutschland, also in Europa auch, dass es nicht mehr so viel Armut gibt und dass es auch nicht so viel Kriege gibt. Ich wünsche mir, dass die Leute in Afrika nicht mehr so arm werden. Ich würde mir wünschen, dass es nicht mehr so viel Krieg gibt und dass es nicht mehr so viel die Umwelt verschmutzt wird und dass es nicht mehr so viele Obdachlose gibt. Ich wünsche mir, dass es keinen Krieg mehr gibt, dass jeder ein Zuhause hat und dass jeder Essen hat. Frag uns Kinder, Mitwirkende, die Kinder des offenen Ganztags der Grundschule am Lützenberg. Am E-Book haben mitgemacht Hannah Helchani, Samuel Mazzaglia, Paul Henn, Elea Radojewski, Maike Rittau. Baff, lernen, lachen, leben.